Im Dialog Fetten Sparrendach können Sie im Register Studiobinder links oben die Ausführung als Studiobinder, sprich einem ausbaufähigen Binder, aktivieren. Diese Ausführung führt dazu, dass sich automatisch auch das Register Fetten Sparrendach ändert. Ohne Studiobinder haben Sie hier ganz konventionell die Möglichkeit, den Kniestock einzugeben. In dem Moment, wo die Ausführung Studiobinder aktiviert ist, ändert sich dies nicht nur in der grafischen Darstellung, sondern Sie sehen, Sie haben hier keine Eingabemöglichkeit für den Kniestock mehr, da dieser sich aus der Parametrik des Studiobinders ergibt. Sie können für den Studiobinder als erstes die Anfangshöhe einstellen. Diese Höhe gibt an, wie weit die Unterkante des Binders oberhalb der Decke liegt. Sie können zweitens die Höhe des Fußholzes definieren. Das ist die Höhe des Fußholzes der Binder. Sie können ebenso den Versatz zum Abseitenstiel definieren. Das ist die Differenz zur Bezugsaußenwandkante, die somit die Hausbreite ergibt, zur Stärke des Abseitenstiels. Als nächstes definieren Sie die Stärke des Abseitenstiels. Diese beiden Parameter sorgen dafür, dass der Binder nach außen oder nach innen geschoben wird. Die Stärke der Dämmung kommt von der Innenseite auf den Stiel drauf und wird in der Regel in einer Lattungsebene ausgeführt. Gleichzeitig können Sie noch die Höhe eines schrägen Überstandes, das heißt eine Verlängerung des Sparrens über den Binderuntergurt hinaus, einstellen. Im unteren Bereich können Sie auswählen, ob die Darstellung der Verbindung von Fußholz und Abseitenstiel so ist, dass das Fußholz vor dem Abseitenstiel endet, das wäre die linke Variante, oder dass das Fußholz durchgeht und der Abseitenstiel auf dem Fußholz aufsetzt, dies ist die rechte Variante. Je nach gewählter Variante ändert sich natürlich automatisch die Schnittdarstellung. Die optional ausführbare Fuß- oder Auflagerschwelle wird in der Regel nur bei sehr niedrigen Trempelhöhen verwendet. Beachten Sie bitte, dass, sobald wir jetzt diesen Dialog beenden, die Definition des Studiobinders dazu führen, dass sich die gesamte Dachparametrik links zu sehen ändert. Sie sehen, 1- und 2-Meter-Linie, Dachhöhe, etc., etc. haben sich geändert. Wenn wir uns das Ganze im Schnitt anschauen, dann sehen wir jetzt, dass auch nicht mehr die Kniestockhöhe, die im fetten Sparrendach mit 1 Meter angegeben war, greift, sondern die sich durch die Parametrik des Studiobinders ergebende Kniestockhöhe bei 88,1 liegt. Die Darstellung des Studiobinders entspricht der von uns gewählten Parametrik. Das Fußholz geht jetzt unter dem Abseitenstiel durch. Wenn wir uns das Ganze in der Dachparametrik nochmal anschauen, so nehmen wir einfach jetzt einmal die Variante, dass das Fußholz endet, und aktivieren die Fußschwelle. Bei der Fußschwelle können wir die Höhe der Fußschwelle, die Breite der Fußschwelle und den Versatz mit dem Bezug auf die Außenwand außen, ähnlich wie oben dargestellt, definieren. Beachten Sie bitte hier ein lichtes Innenmaß im Grundriss von 7,27 m, welches sich aus der ausgewählten Wandstärke von 36,5 ergibt. Wenn wir jetzt in den Schnitt gehen, schauen wir uns als erstes die geänderte Darstellung im Bereich des Fußpunktes des Binders an und machen noch einmal eins, wir messen uns den Abstand zwischen den Aufsatzbindern raus, und Sie sehen, dieser liegt bei 7 Metern.
Beachten Sie bitte, dass Sie die Wandstärke, die sich aufgrund der eingestellten Parametrik des Binders ergibt, unbedingt in den entsprechenden Kniestockwänden einstellen müssen. Dies ist nicht miteinander gekoppelt, da geringfügige Veränderungen an der Parametrik des Daches bereits zu entsprechenden Wandstärkenveränderungen führen können. Berücksichtigen Sie also beim Studiobinder, dass die hier eingestellte Parametrik korrespondiert mit der Wandstärke der Traufwände.